Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und hab mich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und so wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's um den Great Vault und ja, da war ich fleißig, sowohl mit Main als auch mit ein paar Twinks. Heißt, wir schauen uns ein paar mehr Chars an. Ich glaube, insgesamt müssten es 8 sein. Und ja, mit Main war ich letzte Woche, wie gesagt, recht fleißig. Ich war im Raid, also da müssten wir 3 HC-Slots haben. Dann habe ich natürlich die 8 Delves erledigt. Und im Plus war ich auch noch, und zwar hatte ich da 4 Zehner gelaufen und 4 nochmal irgendwie 8er, 9er. Also ich müsste 2 gute Slots haben mit 6, 23 und ich hoffe, dass da was Sinniges drin ist. Und zwar hoffe, ja gut, eigentlich wäre jeder Slot ein Upgrade, ne? Ich hoffe natürlich hier auf das Trinket. Jetzt muss ich mal gucken, ich bin auf Wildheit oder auf die Waffe, das wäre natürlich Best Case. Also mal gucken, was wir kriegen. Und ja, ich würde sagen, schauen wir mal rein. Und dann sehen wir, was die Enttäuschung bringt. Okay, ich dachte mir, hä, was ist das jetzt? Nur 2 Items? Okay, also, wir haben aus dem HC dieses Eier-Trinket. Laut Bloodbolt soll das gut sein. Ich habe das in einer niedrigeren Schwierigkeitsstufe und irgendwie simmt das nicht so krass. Na, ich habe das auf 6.13, das ist jetzt hier auf 6.16. Ja, das können wir schon mal knicken. Dann haben wir ein Set mit Harrowtrack und eine Waffe, die ich für T-Mog brauche. Dann haben wir einen Hals, der leider nicht sonderlich gute Stats hat. Und wir haben Hände. Eigentlich müsste ich fast die Hände nehmen, weil die kann ich in Set umwandeln und die brauche ich sowieso. Also eigentlich wären, glaube ich, Hände the way to go, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, dann haben wir hier Schuhe. Die sind 6,19. Hier haben wir nochmal Schuhe. Die haben ganz gute Stats. Auch 6,16. Aber ich habe eh crafted. Also das macht auch keinen Sinn. Der Hals ist okayisch. Und der Kopf ist jetzt auch nochmal ein Z-Kopf. Ja. Ich müsste mal gucken. Habe ich einen Charge für einen Katalysator? Weil ich brauche halt auf jeden Fall das. Ich brauche halt auf jeden Fall das Vierer-Set-Gedönse. Ist halt die Frage, will ich jetzt hier, falls ich einen Charge habe, den raushauen. Ja, ich habe einen. Naja, ich muss es fast machen, ne? Ich krieg nirgends anders einen, so ein Mythic-Item-Level-Ding her. Ich weiß immer gar nicht, wie dieser Track heißt. Warte mal, was steht dran? Mythos. Okay, Mythic ist Mythos. Ja, okay, das hätte man sich denken können. Ja, nee. Also, wir nehmen die Hände. Ich denke mal, das wird das Sinnigste sein. Trinket ist auch okayisch. Die Waffe? Ja, nee. Nehmen wir die Hände. 6,23, das ist doch was. Und dann müssen wir mal gucken. Ich sage es euch ehrlich, eigentlich mit dem Main, wenn ich jetzt jede Woche 10er laufe, lohnen sich die anderen Sachen nicht wirklich, weil da ist halt die einzige Quelle, wo ich halt Max-Item-Level Sachen kriegen kann. Heißt, muss ich mal schauen, ob sich das mit dem Raid überhaupt noch lohnt. Eventuell halt für Trinkets, ne? Und achso, warte mal, ich grade's erst oder pack's erst in den Katalysator und dann graden wir es noch ab. Ich habe ein paar Marken, nicht sonderlich viele. Ja gut, ich kann es um 2 Stufen upgraden. Aber das ist ja dann auf jeden Fall Biss, ne? Es hat ja auch Biss-Stats drauf. Also die Hände sind die tippitoppi quasi. Da werde ich nichts Besseres kriegen. So, okay. Hätten wir das schon mal? Verzaubern müssen wir sie nicht, ne? Item-Level technisch bringt es jetzt nicht sonderlich viel. Ich hatte davor Set-Hände 6,19. Ist jetzt halt eine Stufe höher, aber ich kann sie zumindest nochmal um 2 upgraden. Dann sind die jetzt 6,29. Ah ja, gut. So, dann war das ja schon mal kurz und schmerzlos mit Main. Jetzt sind wir auf 6,17. Ich müsste halt mit dem ein bisschen mehr Dungeons spammen, ne? Ich habe jetzt hier von den Mythic-Wappen, haben wir ja ein Riesen-Cap, das mal auffüllen können. Also müsste ich mal da ein bisschen mehr laufen. Technisch habe ich ja letzte Woche ein bisschen was zumindest gemacht, also es geht langsam voran. Juti, dann würde ich sagen, schauen wir auf den Twinks und gucken mal, was da so im Vault drin ist. Als nächstes bin ich auf meinem Hexenmeister, mit dem war ich jetzt letzte Woche ein bisschen in den Delves unterwegs. Also seht, ihr hat schon einige 606er Items und ein Crafted Item. Ich meine, das müsste der erste Vault mit dem, oder? Nee, da habe ich schon 616. Okay, dann ist es der zweite Vault. So, jetzt schauen wir mal, was wir da Schickes dabei haben. Okay. Ach, ich war auch im LFR gewesen. Warte mal, ist das nicht dieses
Das Biss-Trinket sogar? Müsst mal schnell gucken. Also gut, mit dem mache ich jetzt keinen krassen Content, ne? Also, das wird halt nur auf Dinge hinauslaufen, auf Delves. Aber wenn das Biss-Trinket ist... nee, ist es nicht. Okay, ich hab mich vertan. Netz des Meisterspions ist das. Das sieht irgendwie so ähnlich aus. Dann haben wir Mandante Fricken Königin. Okay, jetzt müsste ich mal gucken, wo das ist. Also ich habe jetzt mal hier schnell Blattenwald aufgerufen. Die sehen vom Logo so ähnlich aus. Ah, das ist irgendwo im Mittelfeld. Also, ja. Muss ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Wenn jetzt das absolute Biss-Trinket gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, komm, nehmen wir das mit, wenn wir das da zufällig kriegen. Ich würde sagen, wir holen uns hier das Set, oder? Was habe ich denn für einen Kopf und Brust? Gut, ich sage mal so, die Brust wäre das bessere Upgrade. Aber hier habe ich ein T-Set und sogar auch noch ein Tertiär-Set drauf, ne? Movement Speed. Ich habe keine Ahnung, ob der Hexer, welche Slot-Teile der nimmt, aber das ist, wie gesagt, nur ein Twink, mit dem ich in Delph laufe und dafür soll es reichen. Dann könnte ich vielleicht auch mal so das ein oder andere Item noch upgraden im Katalysator, um dann ein Vierer-Set oder zumindest schon mal ein Zweier-Set zu kriegen. Aber das ist schon mal gar nicht schlecht. Na gut, vielleicht warte ich da noch, bis ich überall die 6-6er-Items habe. Hier habe ich jetzt noch zwei Lowe. Ich müsste mal gucken, wie viel Charges ich habe. Na gut, die Hände. Da habe ich ein Crafted Item. Das macht jetzt wenig Sinn. Aber ich könnte zum Beispiel diese Hose da reinpacken. Das würde ja schon mal gehen. Wenn ich 3 Charges habe, dann würde ich sagen, machen wir das doch. Ne, ich habe 2. Habe ich schon einen verwendet? Mir ist gar nicht in Sinn, muss ich gestehen. Ach komm, wir nehmen trotzdem die Hose. Moment, oder warte mal. Krieg ich ab? Ich glaube, ich muss 610 haben, um HC zu kriegen, ne? Also ich komme dann eh nicht hin. Ja, komm. Tun wir sie upgraden. Dann habe ich zumindest einen 2er-Set-Bonus. Gut, dann war das ja bei dem schon halbwegs erfolgreich, hätte ich gesagt. Dann gucken wir mal weiter. So, dann haben wir als nächstes den Priester. Was hat denn der jetzt? Der ist bei 588 und ich glaube Set. Oh doch, der hat schon 2er-Set zumindest. Vielleicht, wenn ich eine Brust kriege oder Handschuhe, dann könnte ich die Hose noch in Katalysator packen. Na, gucken wir mal, was Schickes drin ist. Jetzt habe ich hier noch eine Taille. Handgelenke. Ah! Aha! Okay, ich denke mal, das ist ein No-Brainer. Wir nehmen die Hände. Die Hände nehmen wir. Das ist doch wunderbar. Kriegen wir noch ein blaues Item weg. Die Woche werde ich übrigens mit den Chars alle 8 Keys machen, wenn es geht. Ich muss mal gucken. Ah, schon mal, der hat 15 offen. Es ist ja diese Delph-Woche, ne, aktuell. Und da will ich meinen Brand ordentlich hochballern, beziehungsweise auch fürs Achievement, wo man einen Haufen quasi Kastenschlüssel verwenden muss. Und ja, ich denke mal, da wird schon das ein oder andere gehen. So, also, dann packen wir doch die Hose rein, dann hat der einen 4er-Set-Bonus. Dann sollten die Delves da auch ein bisschen angenehmer durchgehen, hätte ich gesagt. So, wunderbar. Das sieht doch gut aus. Ne, jetzt 91. Ja gut, Schuhe brauchen noch, Brust muss noch ein bisschen besser, aber ich denke mal, wenn ich das ein oder andere Delph laufe, werden wir schon noch ein bisschen Gear auch kriegen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir weiter zum nächsten. Als nächstes habe ich auf dem Second Account, meinem Hunter, den habe ich letzte Woche erst auf Max Level gespielt. Und mit dem war ich auch quasi 4 Delves bin ich gelaufen letzte Woche. Ein paar Items hier, da hab ich schon auf 606 abgegradet. Aber der hat noch einige Lücken. Und ja, gucken wir mal rein, was Schickes drin ist. Auch mit dem wäre eigentlich wahrscheinlich eine Waffe oder Set ganz gut. Hab ich mit den 8 Tiefen gemacht? Ach nein, das sind World-Event-Sachen. Ich dachte mir doch gerade, ich habe doch keine 8 Tiefen gemacht. So viele Keys hat der gar nicht. Also ich könnte, wenn, dann den Rücken nehmen.
Oder einen Trinket. Boost Trinket. Sag's euch ehrlich, ich hab keine Ahnung, ob das gut ist. Hm. 2 Sekunden Bewegungsgeschwindigkeit und Tempo. Tempo ist eigentlich gar nicht schlecht, glaube ich, beim Hunter. Das ist dann ähnlich wie die Volltreffer-Aura. Dann nehme ich einen Rücken. Soll ich mal... Komm, wir hatten doch Blattmold vorher offen. Ich schaue jetzt mal, ob das so halbwegs in dem Bereich ist, wo du sagst, okay, das macht Sinn. Also jetzt durchsimmen werde ich es nicht. Also jetzt schauen wir mal Marksman Hunter. Und wie heißt das Ding? Irgendwas mit Schnelldochtkerzen, irgendwas. Ehrlich gesagt... Na gut, das ist jetzt Single-Target-Schaden, ne? Da ist es. Ja, das ist jetzt auch eher so Mittelfeld, aber gut, ich denke mal, ich werde eh nix. Naja, wobei, mal eh ist es gar nicht so verkehrt, ne? Also für so ein Delph-Ding. Ich glaube, das ist auch noch aus Delphs. Es ist okay. Wisst ihr was? Wir nehmen das Teil. Besser als nix. Der Umhang, der haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Haben wir wenigstens ein halbwegs gutes Trinket. Das... Warte mal, hä? Das ist doch das eine? Ah. Das ist auch ein Use Trinket. Nee, das ist... Das ist das eine Grad, was wir... Was relativ weit oben war? Das hier ist das, ne? Gut, das wäre noch ein Ticken weiter oben, aber die anderen sind alles Non-Delph-Teile. Ja, habe ich gar nicht so schlechte Trinkets hier mit dem. So, kegeln wir das raus. Dann hat der Hunter auch zumindest ein bisschen besseres Gear. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob sich schon irgendwas lohnt, auch einen Katalysator zu packen. So, was wir könnten... Ja, das gucke ich, glaube ich, nochmal nach, welche Slots. Wo ich jetzt da irgendwas reinpacke. Der nächste Char ist hier mein Magier, mit dem war ich auch wieder ein paar Delphs unterwegs. Der ist bei 6,93 und hat doch noch auch einige Defizite. 6,16 hat er noch nicht an, also letzte Woche war ich das erste Mal in den Delphs. Und ja, halt, T-Set wäre nicht schlecht, ne, wenn wir kriegen würden. Jetzt schauen wir mal, was drin ist. Ah, okay, wir haben auch diese Kerze drin mit Tempo oder ein Set-Teil. Ich glaube, ich nehme hier das Set-Teil. Das macht, glaube ich, mehr her. Einem Kopf. Ja gut, 606er Item habe ich da. Dann nehmen wir das Set-Teil und warte mal, ich habe hier schon ein Set-Ding. Gar nicht schlecht. Charges habe ich denn? 2. Ja gut, aber die anderen Slots, ne, so habe ich so blaue Sachen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Also da muss ich dann erstmal schauen, dass ich in den Delphs was kriege und dann könnte ich mir sogar einen 4er-Set-Bonus holen. Aber das war jetzt schon mal nicht schlecht, dass wir den Kopf bekommen haben. Als nächstes haben wir dann hier den Worry und mit dem bin ich ja schon ein paar mehr Wochen in den Delphs unterwegs. Den habe ich immer schön mitgezogen, wo ich mit meinem, wenn ich mit meinem Main unterwegs bin, ne? Und dementsprechend hat der eigentlich schon ganz brauchbare Sachen. Einen Kopf wäre ganz gut, vielleicht eine Waffe, so in die Richtung wäre ganz gar nicht schlecht. Ich könnte eigentlich mal das Gear auch upgraden, sehe ich, ne? Aber ich habe mit dem an sich keine Delphs gemacht, sondern, wie gesagt, den halt immer nur mitgezogen. Okay. Also wenn, dann nehme ich das Trinket, Seidenkette oder das den Hals. Also ich glaube, der Hals wäre das größere Upgrade, aber auch hier können wir mal schnell gucken beim Protection Worry, wie dieses Trinket am Scalen ist, ob das was taugt. Warte mal, machen wir mal 5 Target. Gucken mal, wo dieses Seidending ist. Das ist irgendwie, glaube ich, gar nicht dabei. Zumindest sehe ich es nicht. Wie heißt denn das Seidenkettenweber? Also vielleicht liegt es auch an mir, aber... Was mit Seidenketten? Das sehe ich jetzt hier gar nicht. Ja gut, weiß ich nicht. Also... Ich vermute mal, es wird nicht richtig krass gut sein. Vielleicht habe ich es jetzt auch einfach übersehen, wenn es da nicht aufgezählt ist. Komm, wir nehmen den Hals. Machen wir es kurz und schmerzlos.
Und dann könnte ich mal noch gucken, ob ich irgendwas upgraden kann. Ich muss mal schauen, ob ich den auch wieder mitziehe oder ob ich mal die Delves dann, ob ich einen anderen Char mitziehe. Oh, schau mal, ich habe hier auch eine Kiste nicht aufgemacht. Ah, den Char müsste ich mal ein bisschen aufräumen, sehe ich hier. Aber gut. Das war jetzt ein Hals. Den hier. Und dann könnten wir mal gucken, der hat auch schon einen Zweier-Set-Bonus. Ich könnte da aber wahrscheinlich sogar einen Vierer draus machen, oder? Jetzt schauen wir mal, was da im Katalysator geht. Also, ja, ich könnte zwei Sets mir holen. Und der hat doch bestimmt auch ein paar Marken. Also der Kopf, ne, der ist nur low. Das macht, glaube ich, dann keinen Sinn. Mal das hier noch rein. Und ich schätze mal, der hat auch einiges. Ja, der ist sogar am Cap hier. Seht ihr das? Den habe ich anscheinend nie abgegradet. Der war halt immer am Anfang von den Delves AFK gestanden, ne, und habe den halt mit dem Main mitgezogen. Aber sonst habe ich eigentlich da immer nicht großartig was gemacht. Ich habe sogar hier ein paar höhere Marken noch, sehe ich gerade. Ah ja, gar nicht schlecht. Kann man sogar noch irgendwas anderes upgraden. So, packen wir das mal alles rein. Das Ding noch. Na, manchmal, wenn man es zu schnell macht, dann will er es nicht, ne? So, okay. Was haben wir denn hier noch Schönes? Das können wir auch noch upgraden. Dann die Schuhe können wir noch reinpacken. Rinket. Ich glaube, das war. Ah, ne, das war das. Oh, doch, das ist gar nicht so schlecht. Das ist auch im oberen Bereich. Das ist, glaube ich, das höchste Death-Trinket sogar, sehe ich gerade. Okay, dann. Ich glaube, die könnte ich sogar auch einfach upgraden. Auf 606. Die Marken haben wir hier rumliegen. Bleibt sich hier gleich. Okay. Okay, und die blauen Sachen, die kosten mich hier im Endeffekt nur die Marken. Das könnte man eigentlich. Ah, gut, das geht nur bis 93 dann, ne? So, okay. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel die Handschuhe oder die Schultern mit den besseren. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Keine Ahnung. Ist er sogar auf 6,19? Ja, jetzt sieht das Gear ja gar nicht schlecht aus bei dem. 4er-Set-Bonus haben wir. 607er Item-Level. Für so einen Twink ist das gar nicht verkehrt, hätte ich gesagt. Gut, dann schauen wir mal weiter, was wir noch so haben. An Chars. Als nächstes haben wir noch mal einen DK. Und den hatte ich, glaube ich, schon mal so weit abgegradet. Ja, genau, der ist auf 606. Was hat der vom Set-Bonus her? Hat der gar kein Set? Ah, mit dem hatte ich anscheinend ein bisschen Pech gehabt. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht können wir wenigstens ein Set-Teil rausziehen und dann ein Zweier-Set haben damit. Ein Trinket und eine Brust. Okay, also die Brust wäre eigentlich schon richtig gut. Auch hier wieder mit Trinket und Konsorten hätte ich gesagt. Lass mal einmal nachschauen. Ah, jetzt habe ich sie dazu gemacht. Jetzt gucken wir mal. Also. Oh, Blood TK gibt es keine Übersicht. Perfekt. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt an der Stelle. Und jetzt einfach beim DDDK reingucken und da ist das Trinket eins der absolut schlechtesten. Wir nehmen die T-Brust, keine Ahnung. Mal was. Gucken wir mal. Ja, dann kann ich ja die Hose noch mit dem Katalysator packen. Theoretisch, ich habe eigentlich lauter. Das sind die Teile, glaube ich, aus dem Dings, ne? Ja, Zeitwanderung habe ich das gekriegt. Wo ich Black Temple war. So, dann. Haben wir jetzt hier ein Teil. Dann nehmen wir das 616er und packen das auch rein. Und dann kann ich ja noch Handschuhe oder Kopf nehmen. Das bleibt hier eigentlich gleich. Komm, nehmen wir den Kopf. Packen den auch noch rein. Haben wir nochmal ein T-Mock-Teil. Da muss ich mal gucken, was ich nächste Woche so bekomme. Gut, upgraden können wir, glaube ich, bei dem nichts mehr so weit, oder? Nee. Warte mal, hab ich.
Nicht die Marken nach oben upgraden? Ah, wahrscheinlich geht's nicht wegen dem Trinket, ne? Ja, weil ich hier nur ein Trinket habe. Sonst könnte ich nämlich bei dem diese Wappen nach oben upgraden zu den Heroic-Wappen. Dann könnte ich das nur ein bisschen weiter hochbasteln, das Zeugel. Aber das wird nicht funktionieren, weil ich halt ein so ein Dunkelmond-Jahrmarkt-Ding anhabe und das vom Item-Level nicht hoch genug ist, oder? Jetzt schauen wir mal. Ja. Ach, schau mal, das, weil das nur 577 ist, kann ich nicht mehr die kleinen Wappen hoch upgraden. Das ist ja bitter. Das ist ja bitter. Na gut, da muss ich mir noch irgendwer... Hätte ich vielleicht doch das Trinket nehmen sollen, aber da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, ich krieg bestimmt im Delph nur eins. Dann müsste das schon passen. So, und dann haben wir noch einen Hexenmeister tatsächlich. Den habe ich mir letzte Woche noch hochgezogen, noch am Dienstag, ne, und habe noch ein paar Delphs mit dem gemacht. Der war nämlich noch am höchsten vom Level, den hatte ich durch, ja, durch Rare Kills und alle möglichen Sachen auf dem vierten Account, war der eh schon fast auf Max-Level. Dann dachte ich mir, komm, für dieses Maschinenwellen-Event nimmst du den noch mit. Und ja, mal gucken, was der so drin hat. Der hat zwei Köpfe drin mit jeweils keinem Set-Bonus. Ja gut, ne. Schwierig an der Stelle. Ja gut, nehme ich halt einen von den Köpfen. Ehrlich gesagt weiß ich auch jetzt nicht ganz genau, was für Stats. Aber es ist eh wurscht, weil ich das dann wahrscheinlich eh in Katalysator packen werde. Aber das machen wir dann, wenn wir noch ein paar mehr andere Teile haben. Weil aktuell lohnt sich sonst nichts in den Katalysator zu packen mit dem. Der ist noch mit dem Gear ein bisschen hinten dran tatsächlich. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ah, der hat die Trinkets bekommen in den Devs, ja. Okay. Gut, dann müssten wir damit durch sein. Alle 8 Chars. Hat ja bei dem einen oder anderen nettes Upgrade gegeben, beziehungsweise beim Katalysator noch ein paar T-Mocks. Und ja, dann schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr so bekommen habt. Seid ihr zufrieden mit eurem Loot? Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.